Artikelnummer SCP-023, Objektklasse Euklid, Sonderverwahrungsverfahren. SCP-023 ist in einer Standardverwahrungsstelle mit Maßen 35 Metern zu verwahren. SCP-023 ist in einer ummauerten Kreuzung von 2 Korridoren am Standort zu verwahren, mit mindestens 3 Metern Raum in jede Richtung und falschen Türen an 3 der 4 Enden, zusätzlich zu der eigentlichen Tür. Über allen 4 Türen müssen Sicherheitskameras installiert und gewartet werden. Die Augenhöhlen von SCP-023 müssen zu jeder Zeit mit kugelförmigen Einsätzen aus Hartgummi gefüllt sein. Diese Augeneinsätze müssen ersetzt werden, sobald sie beginnen, sich aufzulösen. Der Auflösungsgrad kann durch Messung der Helligkeit des sogenannten Brenneffektes überwacht werden, der auf den Aufnahmen der Überwachungskameras beobachtet werden kann. Bei einer Helligkeit von mehr als 12 Candela müssen die Einsätze innerhalb von 12 Stunden ersetzt werden. Die Augeneinsätze dürfen nur einzeln und erst nach vollständigem Sonnenuntergang ersetzt werden. Das Personal darf zu keiner Zeit direkt in die Augenhöhlen von SCP-023 blicken. Nach Zwischenfall 023-27 sind im Umkreis von 30 Metern um die Zelle von SCP-023 alle reflektierenden Oberflächen, einschließlich Displays, Monitore, Brillen und Kontaktlinsen, nicht mehr erlaubt. Dies gilt auch für Monitore, die mit den Sicherheitskameras innerhalb der Zelle verbunden sind. Sicherheitspersonal, das an Kontrollpunkten außerhalb beider Korridore postiert ist, hat diese Vorgabe durchzusetzen und einzuhalten. Experimente mit SCP-023 wurden auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Beschreibung: Bei SCP-023 handelt es sich um einen großen, geschlechtslosen, zotteligen Hund mit 1,5 Meter Schulterhöhe und schwarzem Fell. Letztes leuchtend orange-rote Augen und vorstehende Zähne. Siehe Zwischenfallsbericht 023-26. Jedes Mal, wenn eine Person Augenkontakt mit SCP-023 aufnimmt, stirbt entweder diese Person oder ein Mitglied ihrer unmittelbaren Familie genau 1 Jahr nach Abbruch des Augenkontaktes. Die Erforschung darüber, wie diese Auswahl getroffen wird, ist aufgrund eines Moratoriums für Experimente unvollständig, aber die verfügbaren Daten deuten darauf hin, dass eine größere, unmittelbare Familie die Wahrscheinlichkeit verringert, dass die Person, die selbst Augenkontakt herstellte, stirbt, und es wurde weder ein Muster noch eine Präferenz bei den Opfertypen gefunden. Dies könnte darauf hindeuten, dass das Opfer von SCP-023 völlig zufällig bestimmt wird, aber es ist nicht bekannt, ob diese Auswahl zu Beginn oder am Ende des einjährigen Zeitraums erfolgt. Versuche, eine Person, die Augenkontakt mit SCP-023 aufgenommen hat, und ihre gesamte unmittelbare Familie vor Ablauf der einjährigen Frist zu terminieren. Autopsien von Personen, die durch den Effekt von SCP-023 getötet wurden, zeigen, dass die sterblichen Überreste, obwohl sie äußerlich unverletzt zu sein scheinen, mit hochverdichteter Asche aufgefüllt wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, alle Organe und das Kreislaufsystem. Muskelgewebe, Knochen- und Hirngewebe zeigen allgemein Anzeichen, dass sie Temperaturen von mehr als Grad Celsius ausgesetzt gewesen waren. Wenn es sich nicht in einer Umgebung befindet, die zumindest oberflächlich einer Kreuzung ähnelt, durchdringt SCP-023 Wände, um an den nächstgelegenen, geeigneten Ort zu gelangen, und verbrennt alle Materialien, die es dabei durchdringt. Die Foundation wurde zum ersten Mal auf SCP-023 aufmerksam, als es eine Kirche in angriff, in welcher eine Messe abgehalten wurde. Es wurden dabei Zivilisten direkt und redigiert als Folge des Augenkontakts getötet. Nach der Sicherstellung von SCP-023 wurden alle Zeugen und überlebenden Opfer mit B-Klasse Anästhetika versorgt. Der Vorfall wurde als ein Akt der Brandstiftung vertuscht. Anhang 023-001. SCP-023 brach aus der Verwahrung aus, indem es durch seine Zellwand hindurchdrang. Zwischenfall 023-1. SCP-023 wurde später an der Kreuzung von 2 Korridoren an anderer Stelle im Standort entdeckt. Agent bemerkte die Ähnlichkeit von SCP-023 mit einem Redigiert. Die Sonderverwahrungsverfahren für SCP-023 wurden aktualisiert. Assistenzforscher erhält eine Mahnung wegen Fahrlässigkeit. Anhang 023-002. Seitdem es am 10. Dezember 1994 in Verwahrung genommen wurde, ist SCP-023 für den Tod von Mitarbeitern und Zivilisten verantwortlich. Anhang 023-003. Antrag auf Reklassifizierung als Keter ist ausstehend. Anhang 023-004. Da sowohl SCP-1111-1 als auch SCP-023 ein hündisches Erscheinungsbild, eine Einschränkung auf bestimmte geografische Örtlichkeiten und Fähigkeiten mit großer Zerstörungskraft besitzen, besteht die Möglichkeit, dass sie eine Variante desselben Phänomens darstellen. Die Untersuchung des Ursprungs beider Anomalien ist im Gange. Da es nicht möglich ist, SCP-1111-1 für Studien zu fangen, konzentrieren sich die Untersuchungen derzeit auf SCP-023. Zwischenfallsbericht 023-26. Beteiligtes Personal: Dr. 5D-Klasse-Mitarbeiter. Datum: bis. Ort, Standort, Beschreibung. In einem Versuch, die von SCP-023 ausgehende Gefahr einzudämmen, hat Dr. die Entfernung der Augen und Zähne von 023 genehmigt. Unmittelbar nach der Entfernung beider Augen brach SCP-023 aus und verschwand vollständig. SCP-023 wurde um 16:37 Uhr auf einem Abschnitt der Interstate wieder eingefangen und in den Sicherheitstrakt zurückgebracht, wo die D-Klasse-Mitarbeiter mit dem Ziehen der Zähne fortfuhren. Zwar ist die Gesamtzahl der Zivilisten, die in diesem Zeitraum SCP-023 ausgesetzt waren, nicht bekannt, doch durch Überwachung konnten 9 Todesfälle mit diesem Vorfall in Verbindung gebracht werden. Zeitstempel bestätigten im Laufe der nächsten 48 Stunden, dass SCP-023 erst dann verschwand, als die Sonne von außerhalb des Standorts am Himmel zu sehen war. Anhang 023-26-1. Mit Wirkung vom wurde Dr. bis zu seiner disziplinarischen Anhörung suspendiert, da er die Verantwortung für Zwischenfall 023-26 trug. Daraufhin wurde Dr. die Verantwortung für SCP-023 übertragen. Die zusätzlichen Schwierigkeiten bei der Verwahrung, die durch Dr. entstanden, sollten dazu dienen, das gesamte Personal an den Daseinszweck der Foundation zu erinnern, sichern, kontrollieren und beschützen. Forschung, Experimente, Bequemlichkeit und sogar die Sicherheit des Foundation-Personals selbst sind zweitrangig. Wir arbeiten nicht, um uns selbst zu schützen. O5. Anhang 023-26-2. Es konnten insgesamt Leichen mit den Anzeichen von SCP-023s Effekt und einem Todeszeitpunkt von genau einem Jahr nach Zwischenfall 023-26 identifiziert werden. Zwischenfallsbericht 023-27. Beteiligtes Personal: Dr. Daten gelöscht. Datum, Ort, Standort, Beschreibung, Chronologie der Ereignisse. 10 Sekunden. Ein paar Glasaugen wird von 2 D-Klasse-Mitarbeitern in die Augenhöhlen von SCP-023 eingesetzt. 15 Sekunden. Die Glasaugen nehmen einen orange-roten Schimmer an, ähnlich wie die echten Augen von SCP-023 vor der Entfernung. 3 Minuten 13 Sekunden. Geschmolzenes Glas beginnt aus den Augenhöhlen von SCP-023 herauszufließen. 5 Minuten 54 Sekunden. Daten gelöscht. Erscheinen auf allen Linsen, Fenstern, Spiegeln, Monitoren und Glasflächen am Standort. 6 Minuten 12 Sekunden. Evakuierung des Standorts angeordnet. 6 Stunden, 54 Minuten, 7 Sekunden. Sonne über dem Horizont sichtbar. D-Klasse-Personal wird zur Überprüfung in das Areal um die Verwahrung von SCP-023 geschickt. Daten gelöscht. Ist fort. Einzige Spur von SCP-023 ist ein verbrannter Abschnitt des Bodens um eine Pfütze aus farbigem Glas. Persönliches Tagebuch von Dr. Datum: Es ist meine Schuld. Ich habe mein Forschungsteam und möglicherweise auch den Rest der Einrichtung dem Untergang geweiht. Alles, was mir bleibt, ist es weiter zu versuchen. Wir müssen SCP-023 wieder eindämmen. Anmerkung: Ein Jahr nach Zwischenfall 023-27 wurde das Personal in einem nicht gekennzeichneten Massengrab vor Ort beigesetzt.